Opel Meriva ist nicht nur ein Rentnerauto, sondern kann auch ein ziemlich cooler Camper sein. Hi, wir sind Julian und Leni und das ist unser Van Mary. Wie kommst du denn dann morgens immer aus dem Bett? Ja, nicht ganz so leicht. Also man muss schon gelenkig sein, aber es ist gleich der Morgensport mit dabei. Ja. Genau, wenn wir kochen wollen, dann klappen wir hier einmal den Hinterteil von der Matratze vor. Und ja, haben hier eigentlich noch so eine Platte, die hier drüber geht, die haben wir jetzt nicht dabei. Aber wir können einfach zum Beispiel unser Schneidebrett hier hinlegen und genau, dann haben wir alle unsere Utensilien hier. Wir können zum Beispiel Kaffee machen oder einfach einen Tee. Also die Idee ist ursprünglich mir aufgekommen, weil ich in Australien schon ein paar Wochen im Van unterwegs war und es mich irgendwie total gecatcht hat. Und dann kam ich heim und war so, ja, ich brauche das unbedingt, aber hatte natürlich kein Geld, nachdem ich gerade in Australien war. Und dann irgendwie, ja, da hat sich das schon immer so, war immer noch im Hinterkopf, dieser Traum, dieser Gedanke. Und dann irgendwie ein, zwei Jahre später hatten meine Eltern sich ein neues Auto gekauft und das war eigentlich das Auto, was sie davor hatten, also wo ich auch halbwegs mit groß geworden bin, also Mary ist jetzt 14 und meinten halt, ob ich ihnen das halt günstig abkaufen will. Ich so, ja klar, okay, gut, habe ich ein Auto, wir haben damals auch noch am Land gelebt, da habe ich das schon auch gebraucht. Und aber eigentlich immer so mit dem Gedanken im Hinterkopf gehabt, so ja, wie viel kann ich dafür noch verlangen und mir dann von dem Geld und ein bisschen mehr vielleicht dann irgendwann ein Van kaufen kann. Und dann irgendwie eines Tages, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber wie so ein Gedankenblitz, so, hey, warte mal, also, waren wir auch gerade bei Julians Eltern, so, so klein ist das Auto doch gar nicht, vielleicht kann man da irgendwas machen. Es war im Winter und ich renne raus, in Pyjama-Hose, im Schnee, mit einem Meterstab und messe halt, wie es halt quasi von Heckklappe bis ganz vor zu den Sitzen, wie viel das ist. Und es waren da knappe 2 Meter. Ja, und da nicht so zum Glück, das kann gehen, das kann funktionieren, wir müssen das irgendwie, das können wir bestimmt irgendwas reinbauen. Ja, und ich habe sofort irgendwie an die Umsetzung gedacht und war erstmal irgendwie sehr skeptisch, weil ich halt auch irgendwie an mich gedacht habe und ich bin 2 Meter und habe mir gedacht, oh wei, ob ich da reinpasse und ob das wirklich gemütlich sein kann und so und wie könnte man das jetzt umsetzen. Aber irgendwie war ich dann doch nach einer kurzen Zeit sehr angetan von der Idee und habe mir gedacht, ah, das ist eine Herausforderung, das könnte man mal probieren, das ist eine witzige Idee. Ja, wir haben jeder sogar von uns einen eigenen Kleiderschrank. Wir haben hier dieselben Kisten, die wir auch hinten haben. Und ja, da ist eigentlich alles drin. Wir waren auch schon mit dieser Größe schon 2 Wochen oder 3 Wochen eigentlich fast in Schweden unterwegs. Und das klappt eigentlich ganz gut. Kann man hier so drunter machen. Hier haben wir auch noch ein bisschen Platz frei. Da kommt dann immer sowas wie, was man griffbereit braucht. Regenjacke, Flipflops für morgens oder auch Wanderschuhe dann tiefer rein. Und da ist jetzt gerade nicht so viel, aber da passen auch noch einige Sachen hin. Also hier unter der Konstruktion haben wir auch noch viel Stauraum. Wir hatten auch schon ein Gummiboot dabei und noch eine ganze Kiste mit noch mehr Vorräten und alles. Also manchmal haben wir auch noch eine Dachbox hier drauf und dann kann man wirklich locker und ziemlich autark hier leben. Strom haben wir eigentlich keinen, aber es ging bisher eigentlich auch ganz gut ohne. Also unsere Kühlbox, die funktioniert mit einem Adapter für den Zigarettenanzünder. Das klappt eigentlich ganz gut. Das hat einfach nur so ein kleines Kühlaggregat und einen Ventilator drin. Für ein paar Tage hält es auf jeden Fall. Ja, und zusätzlich haben wir halt noch eine Powerbank immer dabei, die dann auch für ein paar Handyladungen gut ist. Und dann ist man halt alle paar Tage dann eher auf einem Campingplatz mal wieder zum Duschen und dann auch zum Powerbank aufladen. Genau. Aber eigentlich ist es auch ganz schön, mal eine Zeit lang ohne unterwegs zu sein. Wir haben erstmal noch ziemlich lang rumgetüftelt, wie wir es machen könnten, sind dann auch auf die
auf diese Kisten eben gestoßen, haben uns überlegt, wenn wir das Bett höher setzen, haben wir mehr Stauraum noch. Genau, und dann haben wir im Frühjahr dann angefangen, da dran rumzubauen. Und haben dann eigentlich bloß 2-3 Wochen gebraucht, haben immer am Wochenende dran gearbeitet und ja, konnten dann irgendwie im Mai oder so dann schon die erste Nacht dann drin schlafen. In Landsberg am Lech war das. Das war richtig toll. Ja, und ich finde es auch total schön, eben zu sehen, dass man halt auch mit geringem Budget und einem mehr als Gebrauchtwagen, den du wahrscheinlich jetzt für ein paar hundert Euro schon kriegst, so ein Modell, eben sich irgendwie so ein Camping-Lifestyle, sowas wie ein Campervan halt auch erschaffen kann. Und die ganze Konstruktion hat insgesamt 40 Euro gekostet. Plus noch die Matratze, also wir hatten halt ein bisschen Holz von Julians Vater bekommen und sonst waren es halt nur die Kisten und halt ein paar Schrauben und alles und ein bisschen Kreativität. Und ja, man braucht eben nicht den Mercedes Sprinter irgendwie oder beziehungsweise das Geld dafür, um ein paar Wochen gemütlich reisen zu können. Das sind genau 2 Meter, deswegen müssen die Sitze aufs Maximum vor. Und dann passt das Bett perfekt rein. Das ist ein bisschen vor. Hier haben wir einfach eine Faltmatratze, die wir dann immer. Da haben wir uns einfach auf Amazon so 7 Quadratmeter, das ist so diese Pufferfolie, die immer bei Verpackungen dabei ist, die ist mit Silber beschichtet und haben uns jeweils auf die beiden Frontscheiben und eben die Fenster zugeschnitten und dann kann man die da eigentlich recht einfach reindrücken und dann bringt es total viel. Also da merkst du wirklich morgens, im Sommer merkst du nicht, dass die Sonne total schon drauf brennt und im Winter hält die Temperatur auch total gut. Also es ist ein riesen Unterschied, ob man mit oder ohne den Teil schläft. Und es macht natürlich auch total dunkel innen drin. Ja, Leni hat es ja vorher schon erwähnt mit der Isolierungsfolie an den Fenstern. Das hilft wirklich erstaunlich viel, das meint man gar nicht. Und dann ja, haben wir es schon auch im Herbst schon mehrere Nächte auch in der Mary geschlafen. Da in Schweden gerade haben wir nachts oder abends immer Lagerfeuer gemacht. Und haben dann 2-3 Steine von der Umrandung, die dann aufgeladen waren mit der Wärme, in eine Eisenschale unter das Bett gelegt. Und die hat wirklich erstaunlich warm gehalten. Und zusätzlich dann manchmal noch mit Wärmflaschen unter die Decke. Und dann reicht es eigentlich zum Einschlafen. Ja. Also ich habe auch schon mal bei minus 5 Grad drin geschlafen und in der Nacht Polarlichter gesehen. Also es hat sich gelohnt. Es war sehr kalt, aber es hat sich gelohnt. Wir haben hier 2 Schubladen mit einmal dem Koch, da sind die Lebensmittel drin. Dann haben wir hier zum Beispiel so große ehemalige Gurkengläser mit Nudeln und Reis, Haferflocken. Und hier ist eigentlich gleichzeitig auch noch unser Badezimmer mit allen Essentials, die man so braucht beim Campen. Hier haben wir noch so ein paar frische Sachen. In einer anderen Schublade haben wir hier alle Kochutensilien. Und Brenner und Schneidebretter, Schüsseln, Sieb, Essschüsseln, Tassen. Gerade jetzt bei dem Auto ist es natürlich schon so, bei schlechtem Wetter ist man eher eingeschränkt. Also man sieht, es geht entweder Bett oder Vordersitze. Und das ist dann bei schlechtem Wetter beides nicht sehr viel Freiraum. Da wünscht man sich dann vielleicht doch irgendwie mal einen VW-Bus oder so, wo man dann eher drin sitzen kann. Vor allem, wenn man halt irgendwie morgens, wenn es irgendwie morgens regnet und man muss einfach raus, um sich erstmal einen heißen Tee zu machen oder so. Abends geht es noch eher. Wir haben auch sonst hier noch sowas wie einen Vorhang, also so eine Plastikplane, wo wir dann auch windgeschützt und auch wenn der Regen von der Seite kommt, auch kochen können. Und wir passen auch stehend hin. Das geht schon. Und so ist man Nieselregen, ist man da schon auch geschützt. Aber es ist ja halt nicht das Gleiche, gerade wenn es irgendwie kälter wird.
Man muss halt raus, was einerseits schön ist, aber andererseits auch manchmal unangenehm. Wie sieht's denn aus mit Toilette und so? Da benutzen wir meistens die Natur und suchen uns ein schönes Plätzchen. Wir haben immer einen Spaten dabei, genau. Also hinterlassen wir nichts. Und ja, Dusche, die haben wir jetzt nicht dabei, aber wir haben eigentlich so eine Solardusche, das sind so 10 Liter, glaube ich, oder? In so einem schwarzen Beutel, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, die kann man dann irgendwie am Baum aufhängen und also halt den ganzen Tag in der Sonne liegen lassen und dann auf dem Baum aufhängen und dann haben wir so abbaubares Shampoo und für ein paar Tage fühlt man sich so auf jeden Fall sauber. Ich war davor auch nicht wirklich handwerklich aktiv, oder wir beide nicht, und haben das einfach als Herausforderung genommen. Und haben dann daran gelernt, unsere handwerklichen Skills verbessert, und dann ist das so bei rausgekommen. Also das kann eigentlich jeder. Oder wir haben uns schon öfters auch überlegt, ob wir irgendwann mal upgraden sollen auf einen größeren Van oder so. Aber gerade im Moment macht es uns irgendwie auch einfach Spaß, so mit wenigen Dingen auszukommen. Genauso wie beim Backpacken merkt man eigentlich immer, wie wenig Dinge man braucht für den Alltag. Und das, was hier unter das Bett passt, das langt uns schon für einen richtig schönen Urlaub. Und es ist eigentlich auch erfrischend, immer mal wieder dann so mit kleinen, ja, Dingen auszukommen oder mit wenigen. Ja.